Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters, der auch gleichzeitig der letzte Part meiner heutigen Aufnahmesession ist. Für euch gestern klar, morgen weiter, ne? Also übermorgen eigentlich, mit dem nächsten Part dann. Aber für mich ist es dann erstmal Schluss. Ich habe mir dann mal eine kleine Pause verdient. So. Und bis dahin haben wir jetzt noch 20 Minütchen ungefähr. Und die werden wir versuchen, so gut es geht, zu nutzen. Indem wir schon mal ein paar Feuerviecher umhauen, also Feuervögel. Einiges looten. Und dann nochmal was zum Klettern anfinden. Wahnsinn, das ist echt krass hier. So, dann kraxeln wir gleich wieder hier rauf, ne? Und holen uns die nächste Blume oder vielleicht auch eine Kiste. Schauen wir mal, was wir finden. So, Horuk. Wahnsinn, ne? Eine Kiste ist es. Okay. So, mal schauen, was hier drinnen ist. Ist wieder eine etwas kleinere Kiste. So. 6 Kugeln und 2 Goldbrocken. Oh, kann man lassen. Ist gut. War noch was? Nein. Hat mich gerade getäuscht. So, langsam. Oh, ruck. Dann hier runter. Dann da runter. Und hier runter. Sehr gut. So, dann könnte man noch schnell... Da drüben ist auch was. Alter Schwede. Warte, hier drüben war auch was, ne? Da oben. Das hört hier nie mehr auf. Okay, das ist nur eine kleine Nische, mehr nicht. Aber da drüben ist eine Kiste und da geht es nochmal rauf. Aber warte, zuerst da unten. Machen wir zuerst. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Ach, machen wir das da oben zuerst. Dann schnell den Strand anschauen und dann mit dem Inquisitor-Typen reden. Rum, Rassel und Jadestein. Super, nehmen wir gerne mit. Dann hüpfen wir hier noch rauf. Horuk. Schauen wir, was da oben gibt. Ach ja. Nix? Oder geht es hier weiter? Na. Echt nix? Achso, ich bin beim Falschen, ne? Das erklärt so einiges. Da drüben ist, glaube ich, was, ne? Oder habe ich mich gerade wieder getäuscht? Ich dachte, das wäre so ein... Na, da bin ich getäuscht. Ich dachte echt, das wäre so ein Felsvorsprung, aber da ist, glaube ich, nichts. Das hier hatten wir jetzt schon, ne? Ja, ich wollte noch zum Strand, genau. Mann, Mann, Mann. Wohin denn jetzt? Ja, das war ein Fake-Ding. Passt auch. So, da haben wir ein Feuervögelchen. Oder warte, zuerst hier drüben. Die Blüte. So. Dann eine Maki-Biere. Dann noch ein kleines Stück hier rüber. Ei, ein Ruderboot. Aha, Pfui-Nüsschen. Eine Piratenflagge, okay. Ruderboot, jawohl. Flaschenpost schon wieder. Warte, dann machen wir die Kiste da auch auf. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes drin. Okay, die ist wieder ein bisschen kompliziert. Okay. Dann vielleicht so, dann... Aha. Okay, warte mal. So, so, dann 2 und dann 3. Jawohl. Perfekt. Proviant und 65 Gold. Ja, okay. Ist jetzt nicht unbedingt eine Top-Kiste, aber naja. So, was haben wir denn bekommen? Das ist benutzt... Na, Plunder war das, ne? Flaschenpöstchens sind immer Plunder. Neue Quest, der Schatz in der Panda-Höhle. Eine Schatzkarte erhalten, okay.
Schatzinsel, ist das hier dabei? Habib ist Jagdbeute. Die werden wir noch finden. Schatzinsel Marakai, da ist es ja. Gräber der Ahnen und Schatz. Wo ist denn der? Schau, wer sogar in der Nähe. Ich lasse die Quest jetzt mal drinnen. Wer sogar in der Nähe? Und Pantherviecher können wir schon besiegen. Das klappt dann, denke ich schon. So. Ei, eine Muschel. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Gut, dass ich nochmal umgedreht habe. Mal schauen, ob wir noch den ein oder anderen Gegner finden. Oder eine Muschel oder ein Pilz. Naja. Oder gar nichts. Zusammen! So. Wir machen noch Platz. Da ist schon wieder so viel zum Raufkraxeln, ne? Wahnsinn. So, der vierte noch. Oder der dritte in dem Fall. Keine Ahnung. Dritter, glaube ich. So, Feuervogel, Muschel. Noch ein Vogelchen. Noch ein Vögelchen. So. Mann, 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 da gibt's zum Klettern. Puh, da geht's auch noch weit drauf. Ich hoffe, das ist kein Reinfall. Aber es ist halt echt irgendwie ein Rätsel, wie es die Leute schaffen, auf solche Felsvorsprünge eine Kiste raufzuschleppen. Wenn da oben eine Kiste ist, ne? Wahrscheinlich wird wieder eine Blume oder so wachsen. Oder eine Pflanze. Hau ruck. So, was haben wir denn da? Ein Beutel. Goldbeutel. 50 Goldmünzen. Oh, in dem Fall... Oh. Dürfte sich hier um Piratenversteck handeln. Oh, wow, das war knapp. Hui. So, langsam bitte. So. Die arme Chani. Die muss immer umsonst darauf klettern. Ah, die arme. So. Dann haben wir hier noch eine Schädelblüte. Haben wir da noch was? Schaut nicht aus. Da drüben geht's noch rauf. Alter Schwede. Da ist zu viel zum Klettern. Oh, ruck. Hoffentlich gibt's da oben auch was Gescheites. So. Oh, ruck. Ah, was haben wir... Achso, das ist wieder so ein komisches Voodoo-Dings, ne? Ich werde mal speichern. So. Dann schauen wir uns das mal an. Eine Fluchpuppe und ein Jadestein. Super. Sehr gut. Was? Dann werden wir wieder vorsichtig hier runterklettern. Ich und Vorsicht. Der war gut. So. So. Und der letzte. So, zack. Geschafft. Hi. Dann muss ich mal kurz schauen, wo sind wir jetzt eigentlich. Aha, das da drüben schaut interessant aus. Da werden wir gleich mal hinklubschen. Halt, nicht lecken. Ein Silberrücken, ein Gorilla. Chani, mach dich bereit. Gorilla. Hm. Okay, wir sind ganz schön schnell. So, der Papagei lenkt ihn ein bisschen ab. Und ist schon erledigt. Also der hat jetzt nicht viel auf dem Kerbholz gehabt. Echt nicht. Nehmen wir noch die Geisterlili mit. Da ist wieder was zum Raufkraxeln. Es ist ja unfassbar. Ein
Woku-Builds, aber diesmal scheint es auch gewollt zu sein, dass wir hier rauf sollen. Mal schauen, was wir da Schönes entdecken. Vielleicht auch mal so ein vergrabener Piratenschatz. Auf jeden Fall sehe ich da eine Maki-Beere. So, die holen wir uns natürlich auch. So, Horuk, eine Kiste ist schon mal da. Mhm. Das schaut wichtig aus, ne? Es ist, die Knochen sind hier auch als Kreuz markiert. Die Kiste war sehr einfach zu öffnen. Und was haben wir drinnen? Ach, das ist jetzt enttäuschend. Kapermesser, Grog und 9 Goldmünzen. Also das ist echt, also wirklich, ja, naja. Okay, naja. Das war ein junger Pirat, der hatte noch nicht so viel zum Verstecken. Ja, das war echt eine armselige Beute. Aber haben wir auch. So. Gut, dann werden wir ein bisschen Proviant zu uns nehmen. Natürlich auch gleich speichern. So. Und weiter geht's. Da stiefeln wir dahin. Jetzt können wir hier hinlaufen. Also sind wir wieder ein Stückchen den Strand rauf. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Panther-Höhle finden. Dann haben wir die Quest auch schon gemacht. Alles so auf dem Weg. Da oben waren wir jetzt schon, ne? Ja. Glaube ich. Ich hoffe. Halt, eine Maki-Beere. Da drüben schaut eh nichts aus, wenn es zum Raufkraxeln wäre. Ein bisschen eine Pause vom Kraxeln wäre ja auch nicht schlecht. So, dann müssen wir hier wieder zurück rauf. Dann können wir auch endlich mal mit dem Inquisitor-Heini da oben quatschen. Bam, bam, bam. So, die Blutwurzel nehmen wir noch mit. Irgendwoher kennen wir das Gesicht doch von dem Kerl, ne? Aquadranga. Angus. Was machst du denn hier alleine? Unsere Truppe ist von den Piraten angegriffen worden. Einer von den Schweinen hat mir ins Bein geschossen. Oh. Also bin ich in den Dschungel und hab mich versteckt. Du bist ein Feigling. Ich hätte genauso gehandelt. Was nehmen wir? Nehmen wir's. Ich hätte genauso gehandelt. Mir blieb leider nichts anderes übrig. Wenn ich mich nicht hier versteckt hätte, wäre ich jetzt sicher tot. Willst du nicht hier weg? Kennen wir uns nicht? Alter, wie doof. Willst du nicht hier weg? Kennen wir uns nicht? Ja. Kennen wir uns nicht? Ja, schon. Ich habe dich in der Kristallfestung gesehen. Ich habe mich damals auf diese unglückselige Expedition vorbereitet. Da sahst du aber noch anders aus. Ja, man weiß nie, wo es einen hinzieht. Mhm. Willst du nicht hier weg? Willst du nicht hier weg? Doch, aber ich muss erst meine Wunde versorgen. Ich gehe, wenn ich wieder vernünftig laufen kann. Sonst bin ich ein gefundenes Fressen für die Piraten. Ja, das kann sein. Ich muss erstmal mein Bein versorgen. Okay, also wir können ihm nicht behilflich sein. Dann werden wir natürlich das Händelfleisch da mal braten. So. Dann die Maki-Beere sammeln wir ein. Und den schwarzen Oleander. Chani, kannst du was helfen? Irgendwelche Vorschläge? Nein. Vielleicht später. Okay. Ich habe nur gedacht, vielleicht kann sie ihn ein bisschen heilen. Ne? Auch wenn er zur Inquisition gehört, er ist ein alter Bekannter von uns. Hätte ja sein können, dass wir da ihm helfen hätten können. Eine Geisterlilie nehmen wir auch gerne wieder mit. Ansonsten ist da scheinbar nichts Besonderes. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ich glaube, hier ist wieder was zum Kraxeln. Ah. Wahnsinn. Dann klettern wir halt mal hier hoch, ne? Und schauen mal, was es hier so gibt. Aha, ein Äffchen. Zack, zack, zack. Au! Mistviech.
So, passt. Die regen sich immer so auf. Dann tun wir durch wieder speichern. Dann muss ich noch kurz nochmal hier runterschauen, ob ich hier wohl nichts übersehen habe, weil da hinten geht es wieder weiter rauf. Nope, nichts übersehen. Obwohl, da drüben, schau mal. Dreht man sich einmal um, entdeckt man schon wieder was. So. Mit einer Kiste. Aha, die ist ein bisschen wertvoller. Braucht doch schon 30 Fähigkeitspunkte von Diebeskunst. Aha, jetzt vielleicht. Jawohl, und geschafft. 2 Fackeln und 11 Goldmützen. Passt, nehmen wir gerne mit. Aha, da ist jemand verstorben. Oje. Da hat es jemanden dahin gerafft. Da. Jetzt ging es, glaube ich, da drüben. Wo bin ich da jetzt? Aha, eine Blutwurzel. Und dann nichts mehr rauf hier. Ho, ruck. Mal schauen, was es da oben gibt. Eine Kiste noch, ich sehe sie schon. So. Meine Güte. Da kriegt man Muckis in den Ärmchen, meine Lieben. So, was haben wir denn da drin? Ring des Jägers schon wieder mal. Muskete plus 5, Schrotflinte plus 5. Wieder mal? Ich glaube, das war bisher... Den hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Na, Goldwert. 100, dieser Ring soll Jagdglück bringen. Na, na, jetzt haben wir nur ein Set zusammen, glaube ich. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich... Ohrring hatten wir, glaube ich, Amulett und das, glaube ich. Ne? Irgendwie so. Auf jeden Fall schon ein paar Sachen von diesen Jägerdingens. Was ja nicht schlecht ist. Halt, was ist da? Heldenkraut. Super. Und das war's für hier oben schon. Okay. Dann versuchen wir wieder lebend hier runterzukommen. Jawohl. Sehr gut. Ausgezeichnet. Bravissimo. Dann zu unserem Freund runter. Oder Bekannten, besser gesagt. Freund ist, naja... Weiß man nicht so recht. So. Zack. Gut. Hier drüben oben waren wir schon. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, da oben ist ein Schatz. Der ist da oben. Eieiei, jetzt bin ich da bald vorbeigelaufen. Warte, ich muss nochmal hoch. Ich glaube, der ist da irgendwo. Uiuiui. Ich habe das Kreuz nicht gesehen, wieder mal. Gut, dass ich nochmal auf die Karte schaue. Wo zum Henker? Warte. Aha, da nochmal ein Stück rauf. Voll das Kreuz übersehen. Hier irgendwo müsste es sein. Ich bin auf beiden Augen erblindet. Ich finde es gerade nicht. Warte. Ein Stückchen hier rüber. Da müsste schon eigentlich sein. Hm. Da war jetzt nur das da. Wie ist denn das jetzt wieder blöd versteckt? Oder die Mist, die Schweinchen haben das diesmal gar nicht mit einem Kreuz markiert. Boah, das wäre fies. Das wäre richtig fies. Das wäre jetzt echt fies. Höhle! Ist eine Höhle vielleicht unterhalb? Könnte sich auch um eine Höhle handeln, hä? Ha. Oder irgendwo ganz oben auf dem Berg.
könnte man hier raufkommen? Theoretisch zumindest mal bis dahin. Da oben könnte es auch sein. Oder da unten. Wie gesagt, in einer Höhle vielleicht. Das ist ja gerade richtig fies. Ha. Ah, ich glaube, da werden wir wieder ein Zeitl brauchen. Langsam. Boah, bis wir das gefunden haben. Aber ich glaube, das werden wir es nicht in dem Part machen. Vielleicht ist sie wirklich in einer Höhle drin. Und wir finden das dann im Laufe der Erkundung der Insel an. Wäre auch, würde sich auch irgendwie selbst erklären. Ja, wir hatschen auf jeden Fall weiter im Dschungel herum. Ja. Wir werden den Schatz schon noch finden, da bin ich zuversichtlich, das klappt schon irgendwie. Auf jeden Fall gehen wir weiter in diese Richtung. Ich glaube, da kommen wir auch dran vorbei dann am Roten Kreuz. Vielleicht klappt das irgendwie, dass wir den Schatz dann doch noch finden. Okay, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute und für diese Aufnahmesession. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!